So, na endlich, das Mikro funktioniert auch. So, hallo und herzlich willkommen zu Far Cry 3 Aufnahmesession bzw. Versuch Nummer 2. Ich habe nämlich gestern schon aufgenommen und habe dann erst zum Ende der Session bemerkt, das Mikro wurde nicht aufgenommen. Toll, ganze 2 Stunden umsonst. Das heißt, ich weiß jetzt schon, was ich genau die nächsten 5 Folgen machen werde. Und zwar, was habe ich eigentlich gemacht gestern? Ich habe hier den Außenposten erobert. Hab dann mit meinen Freunden geredet und hab dann einfach die Story weitergemacht. Ja. Auch ein Profi muss mal Fehler machen, ne? So. Kauf nicht möglich. Munition haben wir. Also, ich war heute in einem Elektrofachhandel. Und habe mir dort diverse Spiele geholt. Und zwar waren das Titanfall und Infamous Second Son. Die ich aber privat... Ich weiß nicht. Mich würde es reizen, von Titanfall, um ehrlich zu sein, ein Let's Play zu machen. Weil... Verdammt. Momentan mit Forza dauert noch ein ganz großes bisschen. Ups. Und in der Zeit könnte ich vielleicht Titanfall weitermachen, weil Titanfall hat so direkt keine richtige Story, sondern ist mehr so ein... Wie kann man das nennen? Ein MMO der Modernen, sage ich mal. Und zwar hat man da halt keine Story, man levelt einfach eigentlich nur. Man ist die ganze Zeit eigentlich nur am Leveln. Und, ey, hier, weißt du was? Oh. Ich steig mal aus. Wasser. Oh, ne, ich brenne nicht mehr. Jawohl. Ich sehe nichts. Komm ich da hoch? Jawohl. Also wie gesagt, ich würde, ich mache Titanfall. Ich habe mir auch den Controller zu Titanfall dazu geholt, die limitierte Edition, beziehungsweise dieses Special Design. Sieht echt geil aus, muss ich sagen. Also von der Controller-Verarbeitung ist Microsoft definitiv besser. Außer, naja, PlayStation bzw. Sony hat... Oh, Glück gehabt. Hat, finde ich, in der Qualität beim Controller nachgelassen. Der PS3-Controller, der war noch richtig schön Qualität, doch ich kann das ja mal kurz zeigen. Moment. Das ist Xbox. Xbox. Na komm. PlayStation? Jawohl. Und zwar hinten ist das L2 und R2, die hier. Moment, hoffentlich hört man das. Die quietschen. Das habe ich noch nie bei einem Controller gehabt. Außer bei der PS2, aber da waren das auch noch nicht. Waren das keine VIP-Tasten mehr, sondern mehr so. Ach, hier sind wir schon. Und es waren keine VIP-Tasten mehr, wie beim jetzigen PS3 und PS4. Das waren halt richtige Tasten wie X und sowas. Aber okay. So. Da haben wir einen. Oh, da ist Biggie Smalls, haben wir. Gut, da ich ja hier schon war, weiß ich, wo die Alarme sind. Nur, ich sage ganz ehrlich, die sind richtig scheiße auszumachen. Da haben wir auch einmal Biggie Smalls.
Bunker. Uiuiui. Ich muss den Alarm ausbekommen. Nein! Er hat ihn noch nicht gedrückt. Das heißt, es war Heilung. Komm los. So, Alarm ist schon mal safe. Und jetzt heißt das eigentlich nur noch überleben. Überleben. Ist einmal Biggie Small schon weg? Sieht so aus, ne? Haben wir noch einen Molly? Ja. Nein. In your face. So. Wunderbar. Das war mein Tab. Was will es? Ha, schon wieder. Dieser Waffenwechsel, weißt du? Huch. So, den Rest noch ausräubern hier. So, du hast auch noch ein bisschen was dabei. Aber wir haben doch... War hier nicht zweimal Biggie Smalls oder haben wir den irgendwie... Ah, da ist er ja. Wie haben wir den wohl gekriegt? Noch irgendwo einer? Da hinten? So. Dankeschön. Ja, reicht. Wir haben den Außenposten. Ja, Hammer. Nee, haben wir nicht. So, dann gehen wir jetzt mal zu unseren Freunden. Wir müssen ja noch mit unseren Freunden reden. So, Schnellreise. Ich trinke mal was ganz genüsslich. Muss ja auch mal sein beim Spielen, ne? So, mach auf die Kiste und dann geht's zu unseren Freunden runter. Ich bin echt auf Far Cry 4 gespannt. Das habe ich, glaube ich, schon so oft bei hier gesagt. So. Dach, Leute. Wie geht's euch? Bist du okay? Yep. Alles gut. Gut. Das Boot ist fast fertig. Wir können bald heim. Ich komm nicht mit. Was? Was redest du denn da? Ich habe meinen Platz gefunden. Hier, auf dieser Insel. Jason, ist das dein Ernst? Lisa. Ich will nur verstehen, was hier läuft. Zum ersten Mal weiß ich genau, was ich will. Das werde ich nicht so einfach loslassen. Du bist jetzt erwachsen. Darauf habe ich so lange gewartet und... Du verlässt du mich. Mach's gut, Lisa. Lisa, lass ihn gehen. Um ganz ehrlich zu sein, diese Emotionen hier, ne, von den Personen, die kommen irgendwie nicht rum. Ja, geh nur. Kümmer dich um dich selbst, das kannst du am besten. Jo, kann ich. Diese Emotionen irgendwie, die die Personen
rüberbringen. Ich weiß nicht, irgendwie, das ergreift mich nicht. Das war hart. Härter, als ich gedacht habe. Okay, egal, weitermachen. Gut, Agent Willis. So, jetzt geht's direkt mit der Story weiter. Hallo? Ah. Ach geil, Sonnenaufgang. Oh, das sieht so pädophil einfach aus. Einfach geil. Ah, wir müssen dahin. Hallo. So, gut, ich mach doch mal hier einen Folgencut. Sind nur diesmal 10 Minuten, aber ich sage euch, die nächsten Folgen, die werden richtig actiongeladen noch. Ich spoilere jetzt schon mal. Weil ich weiß ja, was auf mich zukommt, ne? So, Kette mal richten. So. Gut, wir sehen uns dann morgen wieder.